meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt wieder ein Action Haul. Ich war sehr, sehr lange nicht beim Action gewesen, also für mich zumindest, und habe mir ein paar Sachen gekauft und die wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Nicht wundern, hier sind auch andere Produkte, die ich eben noch abgedreht habe. So, wir fangen an und zwar habe ich einmal so ein Geschenkset mitgenommen. Das finde ich so, so schön in dieser, ja, in dieser Verpackung. Da kann man auch wieder was anderes später aufbewahren. Da ist ein Duschgel, eine Bodylotion, Badesalz und so eine Seife, glaube ich. Ja, und diese Verpackung mega schön. Ich habe mir das überlegt, dass wenn Weihnachten ist oder so, das kann man dann jemandem einfach so schenken. Mega cool. Dann einmal so Küchenschwämme gekauft, braucht man immer. Und ja, diese größeren habe ich jetzt mitgenommen. Dann natürlich die Under-Eye-Pads, Cucumber. Die sind mega, mega gut. Die legt man einfach in den Kühlschrank und für den Preis ist das echt der Hammer. So, dann habe ich ganz viele Masken. Das ist jetzt die Tüte von einem Action. Ich war in zwei Actions, nur so zur Info. So, dann habe ich hier von der Beauty Debt ein Face Scrub Watermelon. Ja, sehr interessant. Das riecht sehr gut und es enthält diese Peeling-Körner. Da bin ich drauf gespannt, wie das so ist. Dann habe ich mir so ein Mikrofaser-Bodetuch mitgenommen. Braucht man ja immer und unseres müsste ich echt schon wechseln. So, jetzt kommen wir zu den Masken, die ich bei dem ersten Action ergattert habe. Und zwar ist das Love the Earth oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das die Firma ist. Ich gehe davon aus, weil hier nichts anderes steht. Das ist einmal eine Tuchmaske mit CBD-Öl. Die sieht so aus. Dann einmal Facial Sheet Mask. Das ist meine Lieblingsmaske. Die schwarze, die, ja, wenn man Pickel hat und so, das ist wirklich dafür mega gut. Dann Multi-Crème Bamboo Face Sheet Mask. Meine Stimme geht weg. Zu viel schon vorher hier gesprochen. Und zwar ist das mit, ja, das ist einmal mit Haferprotein und asiatischem Reiskleiextrakt. Sieht so aus. Dann einmal mit Rose. Auch mega cool irgendwie. Dann habe ich eine Facial Mask Kaktusextrakt. Und das ist hier so Dame, die wollte ich unbedingt irgendwie testen. Und eine Fußmaske habe ich mir mitgenommen. Ja, kann man auch immer mitnehmen. Die sind sehr gut. Jetzt kommen wir zu der nächsten Tüte. Und die nächste Tüte ist wirklich mega, mega groß. Ihr seht schon, das ist diese XXL-Tüte. Da habe ich mir zwei Handtücher mitgenommen. Die sehen so aus. Einmal in diesem dunkelgrau oder schwarz und einmal in rosa. Ja, ich wollte mal ein bisschen unsere Handtücher auswechseln. Und ja, dann dachte ich, kaufe ich schon mal zwei. Sind vom Action mega gut und sehr günstig. Dann habe ich eine wunderschöne Karte mit Minnie Maus entdeckt. Ja, ist wirklich sehr schön und wer weiß, wohin die hingeht. Die möchte ich noch nicht verwenden. Die bleibt erstmal bei mir. Dann habe ich noch mal so ein Set hier. Einmal mit Badesalz, einmal Badeschaum oder so, Blüte und Seife und Badebombe. Also hier ist alles wirklich nur zum Baden da. Und das ist auch mega, mega schön. Unsere Putzfrau auf der Arbeit hat oder hatte Geburtstag, die war aber noch nicht da. Und wir haben ihr ein oder ich habe den DM-Gutschein geholt von allen. Und dann dachte ich, sowas kann man damit dazu verschenken, weil ich finde, dass immer so ein Gutschein ist immer so, ja, ich weiß nicht, das ist, kommt so rüber, als wenn man gar keine Idee sich drum gemacht hat oder sich gar keine Gedanken drum herum gemacht hat. Und
Das finde ich immer mega schön. Dann, da die Alina immer davon schwört, diese Soft-Nougat-Teile mitgenommen, weil die Alina von Frühlingsrolina, ne, die immer sehr gerne vorstellt. Jetzt habe ich das auch. Dann habe ich mir einmal Hairtowel, dieses Haardingen, Haarteil hier mitgenommen in rosa. Ich habe das schon so lange gesucht und jetzt endlich mal gefunden. Das kann man sich hier so um die Haare binden. Und ja, entweder nach dem Duschen oder man kann das, wenn man eine Haarmaske reingemacht hat, kann man sowas auch auf dem Kopf drauf machen. Ich weiß noch nicht, für was genau ich das verwenden werde. Dann habe ich mir so ein Getränk, Watermelon Energy Drink, mitgenommen. Keine Ahnung, wie das schmeckt, wollte ich mal austesten. Dann habe ich Curls Just Wanna Have Fun Anti-Frizz Hair Tonic mitgenommen. Irgendwie mega interessant wegen der Flasche. Das war auch die letzte Flasche und das riecht sehr gut. Habe schon dran gerochen. Also zu Hause, nicht in dem Laden. Dann von Fab Factory eine Glow and Highlight Palette. Die ist nicht für mich gedacht. Die habe ich mitgenommen. Kann aber nicht verraten, für was ich die mitgenommen habe. Dann, Leute, habe ich mir was mega cooles mitgenommen. Und zwar Make-up Brush Set Disney. Guckt euch das bitte an. Das ist hier mit so einer Schleife und ja, das ist hier mit der Marie von dem Disney-Film. Ich konnte es nicht lassen. Meine beste Freundin sagte, lass es, du hast genug. Ich konnte es da nicht zurücklassen. Das sind so schöne Pinsel, die sind mega weich und in diesem Aufsteller hier. Ich konnte es nicht zurücklassen und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das mitgenommen habe. Dann habe ich mir auch diesen Lippenpflegestift mitgenommen mit der Marie. Den Minnie Mouse Lippenpflegestift hat meine beste Freundin mir schon gekauft, habe ich aber noch nicht bekommen. Dann habe ich hier von, ja, hier so eine Haarmaske. Ich weiß gar nicht, was die Firma ist. Ja, ich weiß es nicht. Eine Haarmaske mit Granatapfel. Und diese Haarmaske, die riecht man schon durch die Verpackung. Und die hat hier so ein Schutzding und das riecht man schon so krass. Ich freue mich so auf diese Maske. Das ist für alle Hauttypen. Und diese Maske, die riecht mega, mega gut. Also solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen für das Geld. Ist diese Maske echt mega krass. Also nur vom Duft her. Ich weiß noch nicht, wie die von der Wirkung her ist. Dann habe ich mir von Spa Exclusives Dreamcatcher ein Body Scrub mitgenommen. Body Scrub liebe ich über alles und deshalb... Ich kriege das jetzt nicht auf, ne? Das hat hier auch so ein Schutzding drauf. Doch, jetzt. Oh, das riecht schon so gut und ich bin echt gespannt von der Wirkung her, wie das sein wird. Aber vom Duft her hat mich das schon überzeugt. Und für das Geld beim Action kann man sich das einfach mal mitnehmen, ne? So, da habe ich mir auch das Shampoo zu dieser passenden Haarmaske mitgenommen. Riecht auch sehr gut. Ich weiß zwar nicht, ob es so gut für meine Haare sein wird, aber der Duft, Leute, der Duft. Riecht mal dran. Dann eine Haarmaske mit Kaktus. Ja, so eine Haarmaske habe ich mir mitgenommen. Kann man auch mal machen. Hatte ich auch schon mal vom Action gehabt und ich fand die Masken echt gut. Dann ein Seifenspender habe ich mir mitgenommen in schwarz mit dieser Holzoptik hier. Ich habe mir erst vor kurzem einen Seifenspender gekauft gehabt beim DM und das ist kaputt gegangen. Also dieses Aufdrückteil ist irgendwie, springt immer raus und deshalb habe ich mir jetzt das hier geholt. Das hat auch irgendwie 2 Euro gekostet, also dafür. Dann von Gliscor Spray Conditioner Summer Repair. Das hatte ich schon mal gehabt und dieser Duft, das hatte ich schon mal beim DM mir mal gekauft und im Sommer auch aufgebraucht.
Das riecht nach Monoi Flower Extrakt. Das ist auch wie dieses Duschgel aus dem Yves Rocher Laden, das blaue. Und ja, ich war echt froh, dass ich das hier gefunden habe, weil, wie gesagt, beim DM gibt es das gar nicht mehr. Dann habe ich mir auch hier eine Maske mitgenommen. Sheet Mask Relaxing Again. Sieht auch irgendwie ansprechend aus. Dann habe ich mir auch eine hier mitgenommen. Hangover. Auch irgendwie interessant. Und eine mit Aloe Vera in Lila. Und dann habe ich mir nochmal so eine Kaktusmaske mitgenommen. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, aber egal. Ja. Dann habe ich mir nochmal ein Spray Body Mist Spray mitgenommen. Ich habe hier oben, da kann man das nicht sehen, aber da habe ich dieses Miami Spray und das benutze ich echt sehr gerne. Es hält zwar nicht so lange auf dem Körper, aber es riecht sehr gut. Und hier ist das Trouble in Paradise. Das roch auch wirklich sehr gut. Also wie so ein Parfümteil und das werde ich mir gleich auch nach oben stellen. Dann habe ich mir nochmal hier von diesem Mask ein Eau de Toilette, so ein Parfümteil mitgenommen. Das roch auch sehr gut von der Verpackung jetzt. Das riecht echt mega gut. Und ich habe sowas auch mit Rose mitgenommen und noch eins. Und die riechen so gut. Die halten auch sehr, sehr lange auf dem Körper. Und deshalb habe ich mir das nochmal in Rot. Da gibt es auch in Blau, glaube ich. Aber das riecht für mich nicht so gut. Und als letztes habe ich mir hier so ein Body Shimmer Spray-Ding mitgenommen. Das sieht auch sehr schick aus. Ich hatte sowas mal schon mal gehabt als Parfüm. Und deshalb fand ich das so interessant. Das ist wieder so ein Spielchen-Ding, ne? Und ja, musste ich wieder mitnehmen. Werde ich jetzt nicht sprühen, weil ich glitzer schon sowieso hier so krass. Kann man das sehen? Ich weiß es gar nicht. Doch, jetzt müsste man das sehen, weil ich eben den Love Adventskalender geöffnet habe und da alles geglitzert hat. Also deshalb sprühe ich das erstmal nicht drauf. Genau, und das war's schon mit meinem Action Haul. Ich finde, ich habe so viel gekauft. Und ja, wenn ich einmal in 2, 3 Monaten im Action bin, muss ich das ausnutzen und mir immer sehr, sehr viele Sachen mitnehmen. So ist das eben. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!